Lieutenant Burke. Mr. Forrester? Nennen Sie mich einfach Reg. Sie kennen meinen Bruder Thorn? Thorn? Danke, dass Sie so schnell gekommen sind, Lieutenant. Sie haben mir am Telefon gesagt, dass Sie sich Sorgen über den Verbleib Ihrer Mutter machen. Ja, das stimmt. Und wie lange ist sie schon weg? Schon fast 3 Wochen. 3 Wochen? Ja, wir dachten zuerst, sie wäre in Urlaub gefahren. Sie dachten? Lieutenant, meine Eltern ließen sich vor kurzem scheiden. Mein Vater hat wieder geheiratet. Ich würde meine Mutter nicht gerade als krank bezeichnen, aber sie war äußerst depressiv. Am Tag nach seiner Hochzeit habe ich mit ihr gesprochen und sie versucht zu überreden, eine Zeit lang wegzufahren. Wir nehmen an, dass sie diesen Rat befolgt hat. Und sie hat sich während der ganzen 3 Wochen nicht gemeldet? Ja, so ist es. Ich habe langsam das Gefühl, wir hätten die Polizei schon früher einschalten sollen. Haben Sie Grund zu der Annahme, dass es sich um ein Verbrechen handelt? Nein. Naja, wieso hätten Sie sonst die Polizei benachrichtigen sollen? Ganz einfach, weil unsere Mutter nie 3 Wochen wegbleiben würde, ohne uns anzurufen. Aber es handelt sich auch nicht unbedingt um normale Umstände, oder? Nein, wirklich nicht. Sie haben recht. Um genau zu sein, es gibt mit Sicherheit viele Gründe, weshalb Ihre Mutter bisher noch nicht angerufen hat. $2.15. Hm. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und wie viel hast du? $2.50. $2.50? Wirklich? Mehr als du. Für deinen ersten Tag auf der Straße ist das verdammt gut. Du hast es drauf, Lady. Naja, ich hatte eigentlich nicht vor, damit Karriere zu machen. Mit Betteln. Mit Hand aufhalten. Wer will das? Tja, uns bleibt nichts anderes übrig. Hey, was hast du vor? Oh, ein Sparkonto eröffnen. Oh. Wirklich? Nein. Ich kaufe uns was zu essen. Und was für unser Zimmer hier. Was für dieses Zimmer hier? Hast du nicht gesagt, das Gebäude wird abgerissen? Ja, aber das kann Wochen dauern, vielleicht sogar noch länger. Aber in der Zwischenzeit leben wir hier. Also was soll's? Wollen wir das Zimmer hier nicht ein bisschen renovieren? Ein bisschen wohnlicher machen, was sagst du? Ha? Wer ist da? Ich bin's, Onkel Charlie, Margot. Ja, Margot, was gibt es denn? Darf ich reinkommen? Naja, ich war eigentlich gerade im Begriff wegzugehen. Charlie, du weißt, wir suchen immer noch Jake. Ja, dein Vater war hier. Habt ihr ihn noch nicht gefunden? Nein. Ich würde gern mit dir darüber reden. Sicher, Margot, sicher. Komm rein, mal sehen, was ich für dich tun kann. Also, wie kann ich dir helfen? Du hast Jake heute nicht gesehen? Nein. Das habe ich schon deinem Vater gesagt. Vermutlich ist er auf dem Weg nach Los Angeles. Wie kommst du denn darauf? Weil er hier unglücklich ist. Er macht hier alle unglücklich. Weißt du, der Junge ist krank. Er erfindet diese schmutzigen Geschichten über deinen Vater. Charlie, er hat sie bestimmt nicht erfunden. Du glaubst ihm? Du glaubst, dass dein Daddy ihm das angetan hat? Ich glaube, dass Jake sexuell missbraucht wurde. Ja, da bin ich ganz sicher.
Aber du standst deinem Vater immer sehr nahe. Und jetzt schlägst du dich auf die Seite von Jake? Möglicherweise wurde er von jemand anderem missbraucht. Was riecht hier so komisch? Och, ich lass nur den Wagen warm laufen. Ich hab doch gesagt, ich wollte gerade weggehen, als du gekommen bist. Wie auch immer, wir reden ein anderes Mal darüber. Ich meine, mit allem Respekt, ich finde, diesmal bist du wirklich im Unrecht. Ich meine, dein Bruder hat deinem Vater das Leben wirklich zur Hölle gemacht. Um ihn solltest du dir Sorgen machen, nicht um Jake. Schließlich hatte der Mann erst kürzlich einen Herzinfarkt. Nun, wenn Dad ihn nicht missbraucht hat, wer dann? Niemand. Er hat einfach alles erfunden. Er will Aufmerksamkeit. Nein, das glaube ich einfach nicht. Charlie, du erinnerst dich doch, dass eine Zeit lang noch jemand bei uns wohnte. Nein, keine Ahnung. Ich bin sicher, du erinnerst dich noch daran. Um genau zu sein, du warst es. Natürlich. Damals, als ich arbeitslos war. Ja. Ich war noch relativ klein und Jake war damals ungefähr 5. Ja, das könnte hinkommen. Jake war damals 5 Jahre alt, Charlie. Genau in dem Alter wurde er missbraucht. Worauf willst du hinaus? Soll ich etwa noch deutlicher werden? Ich war es nicht, Margot. Ich hätte wirklich allen Grund, auf dich sauer zu sein. Aber ich werde tun, als wäre nichts passiert. Als wärst du nie hier gewesen. Und jetzt geh lieber. An deiner Stelle würde ich lieber den Motor abstellen, Charlie. Die Abgase sind nicht ungefährlich. Oh mein Gott! Er ist in der Garage! Jake ist in der Garage! Sie kennen sicher die Bestimmungen für die vermissten Meldungen. Es muss einen triftigen Grund geben, die Polizei einzuschalten. Sonst bräuchten wir unglaublich viele Leute, um jeder Falschmeldung nachzugehen. Wir sind uns dessen bewusst, Lieutenant. Deshalb haben wir auch lange gezögert, Sie als vermisst zu melden. Ich kann auch nicht ganz nachvollziehen, was Sie nun wirklich beunruhigt. Es scheint mir, Ihre Mutter ist weggefahren, um ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Es gibt allerdings noch etwas, das uns beide irritiert. Und das wäre? Unsere Mutter hat sowohl ihre Handtasche als auch ihre Brieftasche zu Hause gelassen. Was sagst du dazu? Sollen wir es versuchen? Ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstehe. Wir haben ein Dach über dem Kopf. Machen wir es uns halbwegs gemütlich. Wir haben überhaupt kein Geld. Liz, wir haben $4.65. Das ist doch ein Anfang. Für uns beide? Klar. Wieso nicht? Für uns beide. Jake! 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 Wach auf!
Sie ist bereits seit 3 Wochen verschwunden, ohne Geld und ohne Kreditkarten. Ja, richtig. Und Sie rufen erst jetzt die Polizei? Lieutenant, eine Frau wie meine Mutter besitzt natürlich mehrere Handtaschen und Portemonnaies. Und die sind alle voll mit Kreditkarten und Geld?